Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Wir sind jetzt hier wieder bei Ali und werden den Schaukampf beginnen. Also, okay, los geht's. Los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Mach schon! Zack, zack. Hoppala. Und Getscher. Muss ja auch schon wie ein echter Kampf, ne? Ich hatte der Kampf ein Ende. Tja. Fabo! Tja. Ha! Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meiner Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen. So, also? Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Ja. Spar dir deinen Kommentar. Sonst überlege ich es mir doch noch anders. Alibaba, du bist dabei. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie, mein Traum sich jetzt erfüllen. Ich gleich gehe zu andere Gnome und erzähle davon. Eines Tages, Kristallhandschuh eines Wächters, mein Aurikulki wird sein. Mhm. Danke, Homie, für große Hilfe. Yippie! Bitte gerne. So, das heißt, Jafar müsste jetzt frei sein und dürfte mit uns mitsegeln, ne? Hallo, Jafar. Und zwar... Dein Schützling Ali ist unter der Haube. Genau. Magnus wird ihn zum Wächter ausbilden. Yippie, gute Neuigkeit. Ali nun Piwi von Magnus. Jafar jetzt frei. Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Jafar kann wieder gehen auf große Reise. Wo ist dein Schiff, Captain? Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Genau. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Juhu. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, das hätten wir auch. So. Irgendwas noch mit Crew? Ich sehe das. Ich sehe was, was du nicht siehst. Okay, das hätten wir. Die Crew wäre jetzt mal... vollständig momentan. Jo. Gelegentlich danach fragen. Okay. Dann, was machen wir als nächstes? Erasmus wäre so eine Sache, genau. Na. Genau. Das wäre das nächste. Guten Tag, ich darf hier normalerweise rein. Sehr nett, danke. Jo. Dann gucken wir mal, ne? Hallo. Ich muss noch einige Dinge berechnen. Den Reaktor zu starten hat höchste Priorität. Wo ist denn... Okay, da ist, glaube ich, dabei nichts mehr. Bei dir noch was? Na, glaube ich auch nicht. Könnt noch schauen, ob wir jetzt zu Zacharias rein dürfen. Aber wahrscheinlich nicht. Würde mich sehr wundern. Wahrscheinlich genau dann, wenn das mit dem Reaktor losgeht. Ja, ist natürlich wie immer zu. Okay. Gut, dann würde ich sagen, was machen wir als nächstes? Allianz mit den Magiern. Überzeugen, Galeere, Schatten, so bla bla. Okay, dann könnte man das vielleicht schon mal versuchen, ne? Das... Ich verdrück mich schon wieder. Hihi. Ja, so, jetzt aber. Genau, beim Hafen. Okay, probieren wir hier mal unser Glück, ne? Wenn wir schon da sind. Vielleicht können wir schon die Magier-Galeere auf unsere Seite bringen.
Bei der Gelegenheit saufe ich auch mal was. Weil ich bin ein bisschen angeschlagen. Das ist jetzt kein... Da vorne ist es, genau. Hier. So ein schönes Schlückchen saufen. Das geht nebenbei, dass wir hier dann wieder genesen sind. So. Dann schauen wir mal aufs Schiffchen. Was die Magier zu sagen haben. Also ich finde, unser Schiff ist echt mehr wie cool. Wenn wir da segeln, da kriegt jeder schon Angst, wenn sie uns sehen. Mua. Guten Tag. Guten Tag. Ein Kadett. Jawohl. Servus. Hallo Nero. Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Okay, das wird nichts, glaube ich. Ich habe meine Befehle. Ja, okay, das wird nichts. Okay, die Quest kann ich mir scheinbar auch schon schenken. Nur so kann ich wirklich von Nutzen sein, meint er. Bei den Geistproblemen. Er erforscht das alte Wissen des Volkes der Kalador. Er soll bei seiner Forschung unterstützen und ein altes Grimoire finden. Aha. Das ist jetzt da. Das ist jetzt wie und wo? Hier und so ein altes Grimoire. Wo soll ich das denn herkriegen? Gilde Beiträge, um so zu alter Stärke zu gelangen. Nur so kann ich ihm wirklich von Nutzen sein, meint er. Aha. Vielleicht sollte ich da mal kurz vorbeischauen. Vielleicht hat er was für uns. Ich Trottel. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Oh, danke, Bones. Ja, in der Tat. Jafar wäre so eine Geschichte, ne? Weil er ist unser Neuling. Hallo. Schönes Schiff. Gell? Yip, yip. Jaffa ist wieder auf große Reise. Hm. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Dankeschön. Okay, sonst hat er nichts für uns. Gut. Dann wär's das einmal fürs Erste. Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Bones? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Der Wilde? Also, sie sind noch keine Freunde, ne? Das wird wahrscheinlich noch dauern ein bisschen. Und bei dir? Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Danke, glaube ich. Okay. Gut. Und dir, Polly? Oh, Kopf! Blödmann! Ah! Sei nicht so frech, sonst kommst du in die Suppe. Ah! Suppe! Jetzt versuche ich schon einen Papagei-Manieren beizubringen. Polly, lieber Vogel! Ja, schon besser. Besser! Langsam drehe ich durch. Das passt schon so. So, nochmal nach Kalador ein bisschen hin und her diesmal, ne? Jetzt müssten wir normalerweise seelenruhig übers Meer schippern können. Wir sollten jetzt dabei, glaube ich, vor See und Geheuern sicher sein. Glaube ich, hoffe ich. Ja, schaut gut aus. Okay. Vielleicht können wir jetzt hier auf die andere Seite von dem Lava-Fluss, wenn wir erstmal mit Eldrick gesprochen haben. Das hätte ich gleich machen sollen, nicht Trottel. Naja, egal. So, Zitadelle. Ja, bitte. Sei nur ein paar Meter. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Da-da-da. Hallo. Zauberspruch lernen? Hast du was zu verkaufen? Was kannst du verkaufen? Vielleicht kriege ich so jetzt doch noch den Spiegel oder das Horn? Na, war das... Na, ich glaube, das habe ich endgültig versammelt, ne? Zaubersprüche lernen?
Dämonenklinge. Magie verleiht dir übermenschliche Reflexe. Oha. Stärke lernen. Altes Wissen brauche ich dafür. Stärk dich und mach dich zu einem besseren Nahkämpfer. Donnerschlag lernen. Nutz die Kraft des Donners im Kampf gegen deine Feinde. Das ist ja nice. Ich komme später wieder. Dafür braucht man altes Wissen? Ja, okay. Dann will ich aber vorher noch mit Eldrich quatschen. Hallo? Nette Rede. Vielleicht etwas zu pathetisch für einen Druiden. Wir leben in harten Zeiten, mein Junge. So muss jeder seine Aufgabe übernehmen. Auch sei sie noch so weit entfernt von unserem alten Leben, bevor die Schatten über uns kamen. Okay. Ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen. Ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen. Ja. Ja, und deine Wahl war... Nun, ich freue mich, dass du dich für die Dämonenjäger entschieden hast. Ich denke, du wirst es nicht bereuen. Wie geht es nun weiter? Jetzt können wir uns über deinen Geist unterhalten. Bitte gern. Wie soll das Grimoire nun helfen? So? Wie soll uns das Grimoire nun helfen? Es gibt einen Eintrag über ein Ritual des Geistes. Darin wird ein Geist aus dem Reich der Schatten gerufen und an den Körper eines lebenden Toten gebunden. Die Wahnsinnigen haben einem Zombie seinen Verstand wiedergegeben? Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ich kann es nicht fassen. Das arme Schwein? Das arme Schwein. Stell dir vor, du stehst morgens auf und steckst in deinem eigenen verwesten Körper. Das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Wenn das Ritual bei diesem Mann geklappt hat, dann bei dir erst recht. Doch was ist, wenn der andere Teil meines Verstandes aus dem Reich der Schatten wiederkehrt? Oh Mann, mir war nicht bewusst. Was werde ich fühlen, wenn ich... Ich glaube, ich muss das Ganze erst einmal sacken lassen. Gut, wir sprechen uns später. Lass dir Zeit, mein Junge. Ja, danke. Okay. Chillen wir halt eine Runde, ist ja wurscht. Kapitel 3. Das Geisterritual. Nein, spring nicht! Nein, bleib am Leben! Das wird schon mit deiner Seele. Spring nicht, bitte! Dann ist das Spiel vorbei. Ein Ritual also. Tja, das ist wohl die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Ja. Also, kneif dich zusammen, reiß dich zusammen, so, und dann wird's schon werden. Eldrick! Okay, machen wir's. Ja. Ich werde zum Geisterritual antreten. Ja. Weise Entscheidung, mein Junge. Die alten Schriften Kalladurs haben mich bisher nicht enttäuscht. Was brauchen wir für dein Ritual? Das Grimoire spricht von einem mächtigen magischen Zauber, der deinen Geist rufen und ihn an deinen Körper binden kann. Leider ist der Zauberspruch selbst darin nicht vermerkt. Wo wir ihn finden können, allerdings schon. Das ganze Ritual muss an einem Ort stattfinden, der nach außen hin magisch abgeschirmt ist. Weiterhin brauchen wir drei Zauberer, die mächtig genug sind, ihn wirken zu können. Du bist ein mächtiger Zauberer. Du bist ein mächtiger Zauberer. Ja, ich denke, ich kann dir bei deinem Ritual helfen. Allerdings ist meine Arbeit hier in Kalador noch nicht beendet. Von jenseits des Lavastroms bedrohen uns immer noch die Schatten. Ja. Wir müssen dort hinüber und das Übel aus Kalador vertreiben. Wie willst du das schaffen? Wie willst du über den Lavastrom kommen? Nun, es gibt zwar einen Teleporter auf der anderen Seite, doch er ist inaktiv. Ich könnte eine Brücke schlagen, wenn ich ein magisches Netz aufspanne. Wie das? Wenn sämtliche Teleporter-Plattformen diesseits des Lavastroms aktiviert sind, könnte ich ihre Energie bündeln. Mit dieser geballten Wucht könnte ich ein oder mehrere Personen über den Strom katapultieren.
Ja, wie nice. Hast du schon mal sowas gemacht? Hast du schon einmal so etwas gemacht? Nein, aber es wird funktionieren. Bevor ich den großen Wurf wagen kann, müssen erst alle anderen Teleporter in Kalador aktiviert sein. Alles andere ist vorerst graue Theorie. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Ja. Oh, du willst tatsächlich den großen Wurf über den Lavastrom mit mir wagen? Sieht ganz so aus. War ich so überzeugend? Du machst das schon. Nein, aber ich kann dich ja mit der Scheiße hier nicht alleine lassen. Du machst das schon. Du machst das schon. Danke für dein Vertrauen. Ja. Also, du musst alle Teleporter, die du in Kalador finden kannst, mit einem Teleportstein aktivieren. Einen Teleportstein habe ich in meiner Tasche. Doch brauche ich ihn für den Teleporter im Osten hinter dem Lavastrom. Ich zeichne dir die Teleporter und die möglichen Fundstellen für die anderen Steine, die ich in den alten Schriften finden konnte, auf deine Karte von Kalador. Wie cool ist denn das, bitte? So, für jemanden wie dich sollte es ein leichtes sein, sie zu finden. Die habe ich aber schon gemacht. Alle Teleporter in Kalador sind aktiviert. Alle bis auf einen. Und der liegt auf der anderen Seite des Lavastroms. Richtig. Es wird mich eine Menge Kraft kosten, wenn ich uns mit Hilfe der anderen dort hinüber teleportieren will. Macht nix, leg sie noch hin. Nochmal zum Geisterritual. Nochmal zum Geisterritual. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Ja. Wenn wir Glück haben, den kennen wir. Finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut. Und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. Ah. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Okay, ich dachte jetzt an den einen, der schon mal seine Seele gespalten hat, ne? Also, sein Körper, ne? Also seine Seele in den Schatten. Ihr wisst schon, ne? Der eine Typ da bei dem Ruderboot, wo du auf die Galeere der Dämonenjäger raufkonntest, ne? Hm? Fregatte, ne Galeere, Fregatte, so, ja. Genau, ihr wisst schon. Das große Schiff halt, ne? Ja. Der Magier ist... die Magier sind mächtige Zauberer. Wer hätte das gedacht? Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Ja. Das hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Zacharias. Und wer soll das sein? Der mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Ja. Bitte ihn um Hilfe. Sehr gut. Das heißt, wir können vielleicht rein dann zu ihm. Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Die Idee ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Ja. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Ja. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihre Hilfe jetzt gut gebrauchen. Dann können wir auch durch das große Tor. Du hast von einem magischen abgeschirmten Ort gesprochen. Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Oh. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wusste nichts davon. Was mache ich doch mit... Das mache ich doch mit links. Wir sollten einer Legende hinterherjagen. Das mache ich mit links. Was mache ich doch mit links? Wenn du das sagst. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja, und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Sehr alt. Sogar älter als die Titanen dort. Es muss die Zeiten überdauert haben.
Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Gut. Das kann ja schon fast nur ein Gott sein, oder? Ja. Lass uns den großen Wurf über den Lavastrom starten. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen, bevor die Schatten noch mehr Unheil anrichten. Ja. Folge mir zum Lavastrom. Dort werde ich dir erklären, wie das Ganze genau funktioniert. Okay. Du kannst sie nicht retten. Meine Zeit ist gekommen, in die Welt zurückzukehren und meinen Platz einzunehmen. Komm nur her. Ich warte. Mach dich bereit. Ich werde uns nun hinüber teleportieren. Fang okay. an. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Huch, das ging gut. Das ging sehr gut. Gleich hier gelandet. Super nice. Holen wir die anderen Krieger und versammeln uns erst einmal hier oben. Ja, bitte. Nun ist es soweit, meine Freunde. Heute zeigt sich, woraus ihr gemacht seid. Hört ihr den Ruf des dunklen Kriegers? Oder werdet ihr in der Finsternis untergehen? Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Nehmt eure Waffen, dunkle Krieger, und treibt das Unheil wieder zurück in die Löcher, aus denen sie gekrochen kamen. Er kann das. Huch, sind sie auf einmal echt da. Hallo. So, ein Scherke. Bam. Bäm, 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 bäm. Na, würdest du mal... Au. Na bitte, geht ja. Zack, Schluss, aus die Maus. Der nächste ist noch... Hoppala, da. Sehr gut. Da haben wir noch einen. Richtig so. Sehr gut. Jawohl. Taschendiebstahl? Danke. Was denn? Das war eine Spende an mich. Fürs fleißige Schattenschlachten. Na, wenn sie weiterhin so voranrennt, nicht wirklich. Hoppala, ich steck da fest. So, zack, in den Rücken. So geht sich das. Ich hätte noch vorher vielleicht mit dem alten Wissen noch meine Fähigkeiten hier erweitern sollen, ich Trottel. Da ist ein Höllenhündchen übrigens. 2, 3 sogar, Gottes Willen. Au, 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 au. Ist schon gut. So, auf die Gosch. Au, ja, ist schon gut. Machen wir gleich. Au. Ja, bist du narrisch? Das geht aber nicht. Ihr Biester. Ihr geht's mir auf den Senkel. Jetzt reicht's. Jetzt mache ich Hundefutter aus euch. So. Setz Ruhe. Das Höllenvieh hat's erwischt. So. Jetzt wird mal gelootet hier. So, hast du noch was? Da ist mal ein Klingenblatt, eine Schattenwaffe, noch eine. Der hat auch noch eine. Der hat einen Schädel. Da ist noch ein Skelettchen. Ah, die machen sich jetzt am Lagerfeuer gemütlich. Den habe ich schon gelootet. Okay. Dann nehmen wir hier noch das Fingerblättchen mit. Schaue ich mich kurz um. Da haben wir einen leckeren Grog. Nehme ich auch gleich mit.
Forger, Mason, Firm, Cyril, eine Beere, hoppala. Edward, komm mit. Komm mit. In Ordnung. Danke. Da haben wir ein schönes Bettchen, das werde ich jetzt auch gleich nutzen. Eine Voodoo-Puppe. Das ist ein tolles Lager. Schön. Ich glaube, ich hau mich noch kurz mal aufs Ohr. Bis zum nächsten Morgen pennen. Sicher ist sicher. Da knutscht wieder was. Perfekt. So, Pfui. Finn? Der Typ ist, glaube ich, jetzt nicht mit dabei, ne? Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Ja, Entschuldigung. Eldrick. Winter. Ah, du. Ich spüre förmlich, wie die Feigheit aus meinen Gliedmaßen schwindet. Ja, super. Das freut mich für dich. Eldrick, was macht man jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo in den Ruinen im Süden muss der Zauberspruch für dein Geisterritual zu finden sein. Okay. Du kannst dich im Süden umsehen. Wir werden uns hier für den Norden rüsten. Die ganze Region ist verseucht mit Schergen und anderen Wesen aus dem Schattenreich. Oben im Norden vermute ich ihren Herrn, einen besonders bösartigen Schattenlord. Er ist es, der den Zweifel über das Volk von Kalador gebracht hat. Wir müssen ihn vernichten, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Sag mir einfach, wann wir mit dir in die Schlacht ziehen sollen. Wir werden auf dich warten. Oh, das ist aber cool. Das ist aber cool. Kriege ich dann Erfahrungspunkte auch, wenn sie was zerstören, also töten? Das wäre nett. Aber ich glaube, ich werde mal selber mich mal langsam vorarbeiten, glaube ich. Um einfach sicher zu... Schau dir das an. Ja, ja. Das war jetzt klar, ne? Ich lade das jetzt nochmal, weil das war jetzt nicht super. Ich will auch die Erfahrungspunkte sammeln. Da möchte ich ja gerne mal vorauspirschen. Die Biester blätten, um sicher zu gehen, dass ich auch die Erfahrungspunkte kriege. Weil ich glaube, wenn wir jetzt alle losstürmen, war's das. So, genau. Das wollte ich haben. Ja. Eine Truhe. Die machen wir auch gleich auf. Keine Ahnung, ob das passt. Ja, so passt's. Gut. Tada. Fackel, Gold, Papageienflug und Nekromandie. Holt gefallene Monster von den Toten wieder und erschafft Geister, die für dich kämpfen. Ja, vielleicht. Irgendwann brauchen wir das. Vielleicht eventuell. Ja, ja. So. Ich würde mal sagen, ich spicke mal ein bisschen auf die Karte. Okay, ich müsste eigentlich da runter. Da gab es eine Quest da unten am Leuchtturm mit Holz zum Sammeln. Und hier oben ist dann der Nekro-Typi, ne? Das heißt, ich werde mich jetzt mal nach unten begeben. Hier mal schön alles durchschauen, beziehungsweise werde ich gleich die Quest dazu starten. Und zwar gab es da was Legendäres. Wo war denn das? Ich glaube, die Kurbelwelle war das. Seekarte. Ich bilde mir ein, die war da unten. Ja, da habe ich mich schon richtig erinnert. Und da unten, glaube ich, war das mit dem Holz zum Farmen. Also würde ich sagen, ich gehe mal runter in den Süden. Und mach dort mal alles, was geht. Würde ich mal meinen. Und dann begeben wir uns nach Norden. Ja, da haben wir schon ein Opfer. Dieses Viech kennen wir. Komm nur, du ekelhaftes Mistviech. Au, au. So, voll auf die Gosch. Ich hätte aber vielleicht noch mit dem alten Wissen hier die neuen Fähigkeiten antrainieren sollen. Egal. Da, was haben wir da Schönes? Eine Truhe. Was ist da drinnen? Fusel, Rum, Papageienflug und Todeshauch. Zieht deinem Gegner Lebensenergie ab und fügt sie dir zu. Das ist aber auch nicht schlecht. Oh. Das wäre als permanenter Zauber nicht schlecht. Ja? Wen gehst du an? Wem willst du das Fell über die Ohren ziehen?
mein lieber Edward, wen hast du dir da angelacht? Früher hätte ich dich gekriegt. Aha, da unten. Ein schwarzer Ghoul, wie es ausschaut. Dann will ich sagen, wir beenden jetzt mal den Part. Im nächsten räumen wir hier auf, weil hier sind ja allerhand Gesindel, und werden uns da drüben zum Dings durchschlagen, zum Leuchtturm durchschlagen. Ich glaube, ein Leuchtturm war es. Und wir haben die Quest auf dem Weg hier wunderbarst absolviert. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Egal, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!